Guck ihn dir an. Oh mein Gott. Bayern 04 Leverkusen, Weihnachtsstimmung und der Daumen nach oben. Und damit herzlich willkommen zurück zu unserer Spielerkarriere in EAFC 24. Jan Fiete Arp, er strahlt, er glänzt und hat bis dato eine super Saison gespielt. Unser, Platz 11 in der Liga. Also ich sag mal so, wir sind dafür da, dass Fiete natürlich eine souveräne Karriere hier hinlegt. Das sieht nämlich bis dato eigentlich souverän aus. Zweite Liga in 18 Spielen, 11 Tore, 6 Dinger vorgelegt. Auch das Auge für die Mitspieler. Im DFB-Pokal haben wir auch im ersten Spiel direkt doppelt gebombt. Super. Die Statistik sieht jetzt seit dem letzten Spiel super gut aus, weil wir haben nicht nur einen Hattrick letzte Session gehabt. Wir haben einen absolut starken Viererpack geschnürt gegen Hannover 96, haben aber das Spiel trotzdem 5-4 verloren. Das soll sich ändern. Fiete wächst über sich hinaus. Wir werden jetzt uns darum kümmern, in der Rückrunde unserer ersten Zweitligasaison hoffentlich stabiler zu sein, zu werden. Aktueller Stand der Dinge. Also ihr seht selber, im Vergleich zu Platz 9 bis 13, wir haben die meisten Tore, also weitaus mehr Tore, aber auch irgendwie fast teilweise doppelt so viele Gegentore. Also offensiv läuft's, defensiv nicht. Fragt sich natürlich, was ist mein Aufgabenbereich? Will ich jetzt gar nichts dazu sagen, ne? Excusez-moi. Ich bin Stürmer. Nun ja, was ich aber trotzdem sehr, sehr interessant fand, ist das hier. Was ist denn hier los? Zeig mir das mal. Zweite Bundesliga, Spieler des Monats Dezember. Nach begeisternden Auftritten im Dezember wurden die Kandidaten für den zweiten Bundesliga-Spieler des Monats bekannt gegeben. Ludovic Reis, Terodde, Mohr, Fiete Arp. Die Expertenjury und die Fans dürfen nun darüber abstimmen, wer die Auszeichnung erhalten soll. Das Ergebnis wird in den nächsten Tagen verkündet. Ich sag euch ehrlich, wir haben uns in der letzten Folge auch für 10.000 Euro den maßgeschneiderten Anzug gekauft. Eventuell wird er dann mal für die erste Preisübergabe dann auch mal feierlich eingetragen. Also ihr wisst schon. So, was ist denn los? Das hier, by the way, ist unser Agent, der meldet sich immer wieder bei uns. Ich habe mir angeschaut, wo du im Hinblick auf die Ziele von Holstein Kiel stehst. Sieht gut aus, mach weiter so. Dann, denn das wird deinen nächsten Vertrag stark beeinflussen. Ja, danke dir, mein Mister. Was gibt's ansonsten noch? Aktivitäten? Lies ein Buch über deinen Lieblingsfußballer. Habe ich jetzt schon 3 Mal insgesamt gemacht, aber ich kann auch nicht genug bekommen von diesen Büchern. Terodde holt sich den Spieler des Monats Award. Ja, klar. Sei gegönnt. Hey, ist alles cool. Hat er sich auch im November auch schon geschnappt. Ja, Bro, ist doch gerickt. Aber wir standen mal wenigstens in der Auswahl. Was sind hier so für Transfers passiert? Porto und Otavio. Trent Alexander-Arnold für 80 Millionen mal zu Real. Okay. Wo steht denn bitte Greuther Fürth in der Tabelle? Platz 10. Boah. 11. gegen 10. Das klassische 10-Punkte-Spiel. Wir müssen alles geben. Erstes Spiel in dieser Folge. Wir sind ein rechter Stürmer. Ich spiele lieber auf der linken Seite. Let's try my best. Also, 8,5. 4 Pässe in der gegnerischen Hälfte. Führe 2 Schüsse aufs Tor aus. Wir begrüßen Sie herzlich zu diesem Spiel heute Abend. Also, das Wetter hier ist richtig gut. Warm aus einem Pit da. Und bei uns geht Jan Fiete Arp im letzten Spiel, wie gesagt, 11. Saisontor insgesamt geschossen. Gegen Greuther Fürth. Ja, relativ ausgeglichenes Spiel. So, Ecke kommt. Das Tor, volle genommen. Ganz starke Szene. Ey. Und dieses Abfahrt und natürlich diese Reflexe. Gut geklärt. Da kommt der Schuss. Oh! Und alle Hater sind sowas von still. Bro, der wurde... Das merkt man, der macht extra Stunden. Das ist unsere Position. Super aufgedreht. Der Keeper ohne jede Möglichkeit. Klasse. Von links. Bro, das ist halt unsere Seite. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Und jetzt der Schuss. Oh, es funktioniert alles. Ekstase, Spiel gedreht, 3 Minuten. Goalgetter. Zielspieler. Führungsspieler. Klasse. Innenseite, rechte Klebe. Das ist einfach klasse gemacht, schön durchgesetzt. Ein tolles Tor. Ach, danke Buschi. Danke Buschi. Schick mich mal. Sie haben Platz. Das ist die Chance. Oh, hohoho, Lupenreiner Hattrick. Das ist sensationell. Ein Tor nach dem anderen. Fanner, Fanliebling. Da belohnen sie sich. Feierabend. Die Gastgeber gewinnen also diese Partie. Feierabend in Kiel. Also dieser klare Ligasieg. Schalalalalalala. Das war heute eine überragende Vorstellung von ihm. Klasse gespielt heute. Auch Dreierpack. Man hat gesehen,
wie das die Nebenleute mitgerissen hat. Eine Leistung auf sehr hohem Niveau heute. Wichtig, 6-Punkte-Spiel. Fürth war vor uns. Schöne Sache, schöne Sache. Vielleicht greifen wir nochmal mit oben an. Im Aufstiegskampf natürlich. Tolles Spiel heute. Man hat gesehen, dass es dir auf dem Rasen auch Spaß macht. Konzentrier dich auf die positiven Dinge, die gerade passieren. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Was du heute vorhast, weiß ich zwar nicht, aber genieße den Tag. Ja, Mensch, Fiete. Oh, FCK. Boah, der ist sogar noch vorm Spiel leicht angeschlagen. Aber machen wir. 7 Tore in 2 Spielen. Also langsam übertreiben wir ein bisschen. Führe 2 Schüsse aufs Tor aus. Erfolgsquote von mindestens 65%. Chancenverwertung. Ja, alles gut, kriegen wir, ne? Hallo, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie sehr herzlich zum Hallo. Spiel. An den Mikrofonen sind so, wo spielen wir denn? Rechter Stürmer, ne? Und Frank Buschmann. Und wir zeigen Ihnen jetzt eine Begegnung aus der 2. Bundesliga. Das letzte Heimspiel haben Sie gewonnen. Heute wollen Sie das wiederholen. Bei diesem 3:1 haben Sie ja Ihre Qualitäten gezeigt. Aber vielleicht kann der heutige Gegner die Defensive ja doch etwas mehr unter Druck setzen. Ja, Abschluss, Abschluss, Abschluss! Oh, Mann! Was ist denn das? Schön 1-0, ja, aber Bro, wie hat er sich den denn erstmal selber da vorgelegt? Sie hatten natürlich die Chance, diese Szene zu unterbrechen. Bro, wie ist denn der da versprungen, dass er den dann auch nochmal abschließen kann? Darfst du dich nicht wundern, wenn der Treffer fällt. Das war dann schon eher eine Einladung. War das unser Assist? Nein, oder? Das war kein Assist von uns. So, da hätten wir also das 1-0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Aber momentan läuft's. Steh frei. Meiner, 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 meiner. Hoch! Ist der verspielt? Ist der cool? Ist der cool? Super Bewegung. Schön reingezirkelt. David, mein Bester. Aber das hat auch super gepasst. 20er Subbombe aufs 2:0 mit der Nummer 20. Wow. Wow, wow, wow. Also falls wir mal ausgeguckt werden, was unsere Schwachstelle ist, eventuell... wird da noch herausgefunden, dass wir da eventuell nur mit rechts abschließen können. Sie brauchen ein Tor, vielleicht können Sie bei dieser Ecke verkürzen. Aber jetzt halt auch defensiv da sein, wisst ihr? Ecke kommt. Da. Sie leben noch. Das war der Anschluss. Mike, danke dir für deinen Prime Sub. Terrence Boyd, ich hab Angst, ich hab wirklich Angst. Ich hab wirklich Angst. Ja, es war meiner, ist okay. Ich bin da für vorne. Sun Gamers, danke dir. Oh mein Gott. Luis! Jawohl! Ach, das ist schön! Ab gegen Boyd bei Ecken verteidigen zu lassen, ist auch ein Himmelfahrtskommando. 10 Applaus. Außen-Auswärtsblock. Ja, restliche Spielzeit simulieren, da wird ja nicht mehr so viel passieren, oder? Super, 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 Jungs. Super, super, super. Nächste 3 Punkte eingefahren. Zeig mir die Tabelle. Oh. 28 Punkte. 10 Punkte auf Relegation. Die haben noch ein Spiel mehr. Schalke, Hannover, Hamburg. Wer ist unten? Elversberg. Gut. Ich würde sagen, die nächsten beiden Spiele simulieren wir mal. Wie viel da ist Braunschweig? 16. mit 15 Punkten. Wir springen mal zum Ergebnis, damit wir ein bisschen vorankommen in der Saison. Ich sag ehrlich, 3 Punkte würden mir sogar reichen. Ich muss nicht mal scoren. 1-1 zu Hause. Kein Tor von Fiete. Das haben wir gespielt, eine 6,6. Ist okay. Gegen den 16. müsste man schon mal zu Hause was holen, oder? Oh Gott, was hat der? Der schreibt mir einen richtigen Roman. Genaue Infos habe ich zwar keine, aber der Scout hat gesehen, was er sehen wollte. Arbeite weiter an deinem Spiel. Mal sehen, was dann passiert. Ich melde mich bei dir. Warum redest du nicht mit den Medien? Aufmerksamkeit ist immer gut. Die Fans lieben es, wenn sie mehr über die Aktivitäten hinter den Kulissen erfahren. Oh, jetzt gegen die Hertha. Gegen die Hertha aus Berlin. Wir haben 2-mal schon mal gegen die Hertha verloren. Das sieht echt nicht gut aus. Ja, Leute, Real Talk. Normalerweise hätte ich jetzt gesagt, wir simulieren die nächsten beiden Spiele. Aber wir müssen gegen Hertha spielen. Wir müssen gegen Hertha spielen. Wir haben da eine Rechnung offen. Alright, die Hertha aus Berlin. Wo steht sie denn? Auf der 6 und wie auf der 10. Das sind nicht viele Punkte dazwischen. Real Talk. Ich schiebe mal so ein bisschen auf die 15 Punkte Abstand auf den Relegationsplatz.
Gut, auf ins Olympiastadion. Ich bin auf der rechten Seite. Mir hat es gerade super gefallen. Mit Skripsi haben wir eine super, super Verbindung eigentlich auf der rechten Seite. Mittelfeld super besetzt. Das ist eigentlich hier die beste Elf, die wir aufstellen können. Das gefällt mir. Auf geht's, vamos. 3 Schüsse aufs Tor. 1 Scorer, 7-5er Bewertung. Wer kann sich in diesem Spiel durchsetzen? Jetzt finden wir es heraus. Auf geht's. Ich möchte Sie herzlich zu dieser heutigen Partie begrüßen. Come on, Boys! Superfans, hier im verschneiten Olympiastadion. Das gewohnte Team aus Fuß und Frank Buschmann wird Sie auch heute wieder durch dieses Spiel... Eieieiei, die Hertha nervös. Die sind nicht drauf eingestellt, dass hier vorne einer mal so pressen kann. Hertha BSC gegen Holstein Kiel. Ja, wird hier gut unterstützt. Superball. Superball. Aber das ist auch perfekt, weißt du, das Verständnis zu deinem Mitspieler. Ecke kommt. Ja, das hätte was werden können. Und alle Hater still. Irgendwann, Buschi, irgendwann musste dieses Tor einfach fallen. Oder anders formuliert. Weißt du, was ich mir anhören musste? Alles voll im Chat mit wie viel Ballverlusten. Eine Ecke, zack, zack, Abschluss suchen, 1-0. Florian Niederlechner. Alleine durch. Da ist der Ausgleich und alles zurück auf Anfang. Dauerbedrängnis. Alter, das muss ja auch mal langsam ein bisschen mehr geben. Das geht gar nicht. Ist ja Körperverletzung. Jetzt bin ich mal gespannt auf diese roten Karte, wie sich dieses Spiel entwickelt. Frustfoul, Real Talk. Das ist viel zu spät, da hat er überhaupt keine Chance auf den Ball. Flanke geht rüber an den langen Pfosten. Kopfballduell gegen Toni Leisner. Ja, bei aller Liebe, was soll ich denn machen? Zu 10 geben sie ja alles. Und jetzt haben sie die Führung. Erst können sie sich noch befreien. Wir sehen es hier in der Wiederholung, aber eben nicht energisch genug. Digga, der boxt mich. Der gibt mir doch eine Faust ins Gesicht beim Kopfball. Come on, Jungs. Abwehr macht zu. Noch sind hier 20. Boah, ich hab so Angst vor Toni Leisner, ne? Da setzt er sich gut ein. Was macht er jetzt? Vielleicht Shoot! Danke! Schnapp dir die Pille! Wir haben wirklich keine bekommen, ne? Ecke kommt in die Mitte. Oh, ich wollte nicht anfordern. Ja, 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 schick! Ja! Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Nein! Ehrliche Szene, die sie da gezeigt haben. Was für ein Tempo, eine schöne Aktion. Rückenlage. Oh mein Gott, war das ein toller Spielzug. Was ein Konter. Junge, Junge. Du nicht? Er ist von der einfach der eigene Anspruch. Der würde das so ansprechen. 2-2. Nämlich gar nichts. Ja, egal. Ein Türchen haben wir gemacht. Härter Angstgegner. Aber wir haben alle unsere Ziele erfüllt. Fiete, sei nicht zu streng mit dir selber. Ist okay. Hey, ja, auswärts in Berlin. Das könnte mal passieren. Kopf hoch, Jungs. Zack, zack. Kommt, der Bus, der wartet. So, jetzt gegen den 15. Wir simulieren. Wir simulieren. Rechter Stürmer, Stammplatz gesichert. Ich will jetzt was sehen. Fiete, Tor. Pass auf. Ho! Deckel drauf. 3-1. Wer hat's gemacht? Holtby 1-0, Ausgleich und Fiete sicher in der 76. eingeschoben. Bewertung? Eine 8-6. Ich glaube, da ist bestimmt, kann ich herausfinden, ob da noch ein Assist dabei war? 8-6 muss mit Assist zusammenliegen. Wir simulieren nochmal. Ich sage euch aber ehrlich, in Karlsruhe können wir. 2-2. 88. Minute den Ausgleich geschossen. Aber wer schießt das 1-1? Jan, Fiete ab. 8-6 wieder. Das ist schon sehr stark wieder. Wieder sehr, sehr stark. Ich sag euch ehrlich, ich bin mal gespannt, was im Sommer so ankommt. Düsseldorf, ich sag euch ehrlich, noch 10 Spieltage. Ja, Düsseldorf müssen wir spielen. Wir gehen rein. Gleich geht's Sevilla los. Ist cool, fang an zu lupfen. Nein.
Das ist zu früh. Ich möchte eigentlich am allerliebsten erstmal in die Conference League. Eigentlich müssen wir erstmal ein bisschen nach Europa Ausschau halten. Ich darf Sie heute ganz herzlich heimspielen. Begrüßen, liebe Fußballfans. Willkommen zu diesem heutigen Spiel. Danke dir, Wolf. Auf den Kommentatorenplätzen haben wir immer Wolf Fuß und Frank Buschmann Platz genommen. Und im Sprit an den Kopf. Schöne Pasta. Jungs, das ist zu einfach. Das ist zu einfach. Und damit haben wir das erste Tor dieser Partie. Schrebski. Gut. Mitte. Zentrum. Zentrum besetzen. Ey. Das war schon noch ein bisschen viel Körper auch dabei. Rückraum. Shoot! Gefährlich. Damit lässt er sich nicht überwinden. Das war nur Ball. Ja, die erste Ecke ist es für den Außenseiter. Viele Was? Werden sie wahrscheinlich heute nicht bekommen. Felix Klaus. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Aktion geht weiter. Jetzt sind sie mit zwei Toren vorne. Tolles Tor, wichtiges Tor. Jetzt darf er sich hier feiern lassen. Pass bleibt hängen. Egal, zwei Tore haben wir schon alles gedreht. Tanaka. Schönes Zuspiel. Ist das das Tor? Wieder lässt er sich nicht aufhalten. Wieder das Tor. Heute schon sein zweites. Daniel Ginzek. Er spielt steil. Der Ball ist drin und damit wird es noch deutlicher. Vier Tore Führung. Also das Ding ist durch. Hier sehen wir noch German mal, Minion, angenehm. Erst der Steilpass und dann dieser tolle Abschluss. Bro, Retalk, das Spiel. Ich sag dazu nichts mehr. Wir simulieren. Ich will heute die Saison noch zu Ende bringen. Komm, Fiete, mach rein. Bro, wir haben in zwei Spielen gegen Elversberg 9 Tore kassiert. Der beste Vorlagengeber in der zweiten Liga. Ich wusste das nicht einmal. Bro, Real Talk. Falls ihr noch einen Wallpaper braucht, macht schnell einen Screenshot. Jetzt gegen den Vorletzten. Ich gehe wieder in die Simulation. Ne? Bitte, Jungs, zu Hause gegen den Vorletzten. Wir wurden ausgewechselt. Oh mein Gott, was ist denn jetzt los? Körperpflege und Parfümmarke? Sportakademie? Restaurantkette? Aktienmark? Investieren in ein Videospiel? Ja, Bro. Klar, wir machen eine Restaurantkette auf für 400.000. Simulieren jetzt beim Club. Bro, ich brauche jetzt mal wieder ein Tor. Ich brauche jetzt mal wieder was. Fiete, bitte gib mir was. Gib mir etwas. Let's go! Goalgetter! Siegtreffer! Auswärtssieg! 82. Minute. Klasse Typ, wirklich. Mit einer 8-5. Wir kriegen uns überhaupt nicht gelöst aus dem Mittelfeld mit Kiel. Zeig mal, HSV, sicherer Aufstieg bestimmt, wa? Punktgleich mit Relegationsplatz, lustig an sich. So, wie läuft's denn in der Champions League eigentlich? Bayern Real, Milan gegen Inter, wow. Spurs gegen Tottenham, PSG gegen Atletico. Mailand Derby im Viertelfinale ist schon cool. So, zu Hause gegen Paderborn. Fiete. Holt sich eine gelbe ab. Max Kruse. Gelben Karton und torlos. Aber es kann ja auch nicht immer nur an uns liegen, ne? Alle haben mal einen schwachen Tag, ist halt so. Aber es ist entscheidend, wie man darauf reagiert. Sprich mich gerne an, wenn du Zeit hast. Antworte den Kritikern. Real Talk. Aber kein Druck. Es könnte sein, dass dein nächster Verein dadurch jetzt direkt schlechter wird, weil du keine guten Leistungen gezeigt hast. Okay, Leute. Ihr könnt euch sicherlich denken, was ich vorhabe. Der HSV, für den ist aktuell jeder Punkt so wichtig. Unfassbar wichtig. Jetzt geht's nämlich aber, so leid es mir tut, in den Volkspark. Wir spielen mit der absoluten A11. Das sieht super aus. Gegen den HSV. Niederlage vermeiden. Hallo liebe Fußballfans, ich möchte Sie recht herzlich hier im Volksparkstadion. Moin. Wo dieses Spiel heute ausgetragen wird.
Oh! Freistoß gegen den HSV. Wow! Stark! In dieser Szene. Um ein Haar der Treffer, aber was sie schießt? Das war schon gut. Holtby. Sprechen wir noch mal kurz über den HSV. Wohin geht die Reise? Wolf. Starker Ball. Oh, das wird gefährlich. Oh, das war knapp. Fernandes. Da haben sie jetzt den Ball. Stark gemacht, das könnte was werden. Oh, Fiete! Zu nervös. Der Abschluss war einfach nicht gut genug. Den wollte er zu platziert haben. Keine Chance gewesen. Das war wichtig, dass er da an den Ball kommt. Warte. Ganz alleine die Chance. Gehalten, aber der Ball ist weiter gefährlich. Die Gäste machen es, da ist das 1:0, da ist der erste Treffer. 90% unser Tor. Da haben sie allen Grund zur Freude. Viel Geduld da jetzt im Spielaufbau. Ich muss aufpassen. Fuß rein. Der Ball kommt gut in den Rückraum. Was für ein Spiel. Jetzt geht hin und her. Oh. Das Tor auf der anderen Seite. Jetzt direkt der Ausgleich. Alles wieder offen. Da suchen sie jetzt die Lücke. Zieht einfach mal ab. Ja, warum nicht? Warum nicht? Das ist unsere Position. Warum nicht? Aber das ist natürlich schwach. Timing hat nicht gestimmt. Das war doch jetzt nicht so schlecht. Außen ist Platz für Holstein Kiel. Und angezeigt jetzt ein... Wird das die Führung? Boah, aber die Übersicht. Habe ich gesehen aus dem Augenwinkel. Aber der Torhüter ganz sicher und kann den Ball halten. Hello Ghost, danke dir für 28 Monate, Mann. Kommt. Gefahr bereinigt, Ball wird rausgespielt. Boah. Was ein Spiel aber auch. Geiles Spiel. Erstmal in die Kabinen und dann legen wir hier gleich wieder los. In der ersten Halbzeit haben beide Teams ordentlich Gas gegeben. Ich bin gespannt. Ja, das stimmt. Das durchhalten. Also von mir aus darf es genauso offensiv weitergehen. Also ich würde ernsthaft sagen, es ist schwer an der Perspektive. Also ein gutes Gameplay zu spielen. Okay. Also soll jetzt keine Ausrede sein, aber. Er hält drauf. Stark gemacht. Doppelpack. Es wird halt weniger Vibe. Oh mein Gott. Ist das das Tor? Mmh. Ja, gehalten erstmal, aber die Abwehr muss weiter aufpassen. Da ist die Hereingabe. Sie erhöhen ihre Führung also auf 2 Tore. Digga, was macht Bakker da? Wie effektiv sie mit diesen kurzen, diesen präzisen Pässen sind. Herrlich herausgespielt, mit viel Geduld, mit viel Übersicht. Und dann bekommen sie die Lücke. Den kann er gerne heute so bringen. Holtby. Ja, vorbei ist er. Gute Ball. Och Mann, Jungs, ich kann nicht mehr. Wenn sie den machen, Busch, Xela, und danke dir für deinen 19 Motor Restart. Oh mein Gott, oh mein Gott. Und jetzt erleben wir hier den Wechsel. Oh, ganz einfach dieses L, ne? Lass mich raten, 5-2. 4-2. So, ganz kurz, wie viel der Spieltag? Jetzt der 31. Wir simulieren. Wieder rechter Stürmer. Zu Hause gegen Magdeburg. Da muss jetzt einfach mal was kommen. Come on. Alle haben einen schwachen Tag. Raus aus dieser Mannschaft. Also momentan bei Kiel ist hier gerade... Hier ist ein Würmchen drin. Hamburg Aufstieg. Okay. Wir haben ja keinen Stammplatz. Ich check jetzt erst. Wir kommen jetzt rein als Zehner. Wir liegen 1-0 hinten auf Schalke. Rein da jetzt. Wir sehen es. Sie wechseln.
Knapper Rückstand und da ist klar, sie müssen was tun, sie müssen frische Kräfte bringen, müssen nochmal alles versuchen. Flankenerfolgsquote von mindestens 15%. Oh nein, die Veltins-Arena mit Dach offen. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Ganz alleine. Da ist er. Schade, dass er da gekreuzt hat. Jetzt der Steilpass. Foul. Gib mir den. Oh. Nee. Ach Mann, warum habe ich ihn jetzt nicht mehr? Er fasst sich ein Herz und versucht's, aber das war zu weit weg. Sie warten geduldig auf die Chance zum Ausgleich. Schieß! Er schießt auf den Torwart. Eine unglaubliche Parade macht diese tolle Chance zunichte. Ecke kommt. Das wäre gefährlich geworden, aber er blockt ihn ab. Das war eigentlich ein Torschuss von mir. Karaman. Da hat er nur noch den Torhüter vor sich. Der muss doch drin sein. Da ist das Tor. Ey, Jungs. Damit liegen sie jetzt kurz vor Schluss mit 2 Toren in Führung. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Ach, das dort. Er flankt dorthin, wo ich dann... Ah, okay. In der Liga. Die Gäste haben also verloren. Das ist nur eine knappe. Aus dem neuen Verein. Also ich sag euch ehrlich, ich bin hier wirklich unzufrieden. Hamburg verliert zu Hause gegen Rostock, ne? Stammplatz weg. Aufstiegskampf nochmal schön spannend. Wir hätten dem HSV helfen können. Oh, wir führen 2:0 in Hamburg. Kommen in der 76. rein. So, jetzt kommt der Wechsel. So, aber wieder auf die 10. Wieder auf die 10. Oh, das tut so gut. Endlich mal wieder mit der linken Kralle. Joker-Tor. Ball kommt unheimlich wuchtig und dann kannst du nichts mehr machen. Dann ist dieses Tor nicht mehr zu verhindern. Wirklich. Boah. Lennox, danke dir. Das sieht vielversprechend aus. Danke, mach ich noch. Wir machen noch die Saison zu Ende. Das ist mir wichtig. Kommt in die Mitte. Ah, wenn das Tor früher kommt, dann wird es hier vielleicht nochmal richtig spannend. Aber so eher nicht. Nee, Wolf. Das Ding ist durch. Keine Zweifel. Dann nochmal die Wiederholung dieses Tores. Er setzt sich durch. Und dann dieser Kopfball. Schön durchgesetzt. Und der ist am Ende nicht. Aber geil, dass sie die Torhymne haben, ne? Und angezeigt jetzt 1 Minute Nachspielzeit. Jan Fiete. Oh mein Gott, Fiete, du bist zu gut. Wie der sich da durchsetzt. Alle versuchen ihn einzuholen. Klasse Tor. Und dann kommt dieser Hammer. Da gibt der, es das ist so gut gemacht, ne? Drin ist er. Es ist so gut gemacht. Klasse Ding, in Hamburg 4-1 gewonnen. Die Gäste also gewinnen dieses Derby. Das ist schon ziemlich beeindruckend, wie sie heute aufgetreten sind. Man hat gemerkt, sie wollten... Tolle Atmosphäre heute beim Spiel. Sehr gutes Ergebnis und klasse Leistung. An sowas werden sich die Fans erinnern. Gut gemacht. Danke dir. So Leute, 33. Spieltag. Der letzte Spieltag. 34. Spieltag. Dann ist die Saison vorbei. Zeig mal oben. Oh mein Gott. Na, Dicke. Da kommt ganz viel hoch. Wir liegen 1-0 hinten und wir kommen rein als linker Stürmer. Meine Damen und Herren, unser letztes Spiel vielleicht für Holstein Kiel. 30 Minuten. Jetzt Abtime. Sie wechseln. Knapper Rückstand und sie hoffen natürlich, dass dieser Wechsel neuen Schwung bringt. Sie hoffen, das Ding hier noch drehen zu können. Ich kann dieses Ziel nie optimieren. Ich krieg das nie hin, ne? Ich drücke immer links und X gedrückt, aber es passiert nie das optimierte Halbe Ziel. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Weiter gefährlich.
Nee, das wird nichts. Der, dass er da von da schießt, ne? Ja, das wird. Nur eine Minute noch Nachspielzeit. Gib mir. Dann ist hier Schluss. Ja, wartet einen Moment. Kraft hat gestimmt. Die Präzision. Ja, damit, ja, der Ball auch nicht drin, Wolf. Damit verabschieden wir uns dann langsam von der Saison. Ja, das war eine durchwachsene, sehr interessante Saison mit Fiete. Ich fand ihn gut. Er hat alles gegeben und er ist ja immer noch im ständigen Lernprozess. Für die Gastgeber gibt es heute die Derby-Niederlage. Dieses Spiel ist ihnen, Mann, Bro, jedes Spiel. Pauli, HSV, Rostock, alles ist hier Derby, Mann. Das war's. Das war unsere erste Saison. Boah, guck mal bitte unsere Stammelf-Dings, ne? Inter Mailand gewinnt die UEFA Champions League. Sorry, ne? Union Meister holt den DFB-Pokal. Relegation. Gesamtergebnis 6:2. Hamburg steigt auf. Diversitätskampagne. Cool. Ist abgelaufen. Oh nein. Dein Vertrag ist ausgelaufen und da deine Ziele nicht erfüllt wurden, hat der Club beschlossen, ihn nicht zu verlängern. Also solltest du es nochmal von vorne versuchen. Wir müssen den Verein wechseln, weil wir zu wenig Torvorlagen haben. Wir haben 22 Buden gemacht und Holstein Kiel sagt, das war's. 21 Tore. Nee, ich muss jetzt einen von den Ver... Nee. Ich muss einen von den... Also muss ich doch von einem von diesen hier nehmen. Dann müssen wir uns jetzt halt Gedanken machen, Leute. Boah, ich finde das echt ein bisschen doof. Ich würde voll gerne lieber im Norden spielen. Die Premier League. Wir können doch nicht in die Premier League jetzt wechseln. Premier League und dann... Ja, wir können uns ja auch nicht verleihen lassen. Was ist, wenn man von keinem Verein etwas erfüllt? Gute Frage. Ist dann Game Over? Wechselst du dann einfach nirgendwo hin? Oh mein Gott, jetzt kommt hier nochmal so glatt. Jetzt kommt hier nochmal Augsburg mit rein. Einfach Augsburg und gut ist. Leute, wir wechseln mit Jan Fiete ab zum FCA. Den Absteiger in der Relegation gegen den HSV verloren. Und wir werden jetzt in der zweiten Liga aufräumen. Im Namen vom FC Augsburg freuen wir uns, dich in unserem Club begrüßen zu können. Wir haben dich schon seit langer Zeit beobachtet und sind überzeugt, dass dein Talent dem Verein weiterhelfen wird. Gemeinsam können wir Großes erreichen. 38.000 Wochengehalt. Auf geht es. Wir bleiben in der zweiten Liga. Berisha, Demirovic. Dicker, also sturmmäßig. Berisha Hoffenheim, true. Aber auch eine gute Verteidigung. Und ich glaube, der Ansatz sollte ja hier auf jeden Fall sein. Augsburg will halt aufsteigen. Also kadertechnisch ist das schon top, ne? Dann direkt einen neuen Wunschverein festlegen. Oh! Leute, Ruhe! Der Neue. Boah, Junge, Strampel. Nummer 30? Oh. Boss. Fiete. Ist eine gute Entscheidung. Das ist ein Neuanfang für dich. Hoffentlich freust du dich auf die Herausforderung. 4 Erfolge in der Saison. Ich bin sicher, du wirst erfolgreich sein. Bis bald. Zeig mal ganz kurz die Teamzentrale. Was haben wir denn so für Konkurrenz auf... Digga, Berisha spielt hier noch. Philipp Tietz, Cardona, Berisha mit einer 79. Wir sind als Rotationsspieler dazu gekommen. Maurice Malone. Bro. Also, Digga, es gibt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Spieler auf unserer Position. Auf dem Papier sind wir der zweitschlechteste Stürmer. Hinter uns kommt Sven Michel. Ansonsten haben wir Demirovic auf der Liste. Demirovic Vargas. Aber jetzt gucken wir mal auf die Verteidigung. Patrick Pfeiffer, Udo Kai. Ja, wie ist denn das jetzt mit Augsburg? Da müssen wir uns aber richtig hochkämpfen, dass wir das spielen können, Leute, ne? Also bei aller Liebe. Die wollen ja 51 erfolgreiche Dribblings. Tore im Strafraum 10, das geht eigentlich. Okay, LS steht 0-0, wir kommen rein. Unser allererstes Spiel, Testspiel für... Nee, wobei, Testspiel machen wir nicht. Wir springen zum Ergebnis. Und Tüte abtrifft. Ja, 7 Minuten nach der Einwechslung. Wir kassieren trotzdem noch den Ausgleich. Aber für Standing im Old Trafford gegen Girona. Ja, na klar. Bro, Startaufstellung gegen Bologna im Old Trafford.
Da müssen wir eigentlich schon mal einmal rein, ne? Alright, vamos! Hallo und willkommen zum heutigen Digga. Spiel. Liebe Fußballfans. Wolf Fuß und Frank Digga, Trikot, finde ich, steht Fiete. Es steht ihm. Und es geht heute um ein Spiel am zweiten Spieltag bei diesem Vorbereitungsturnier. Bologna gegen FC Augsburg. Sie ist ein sehr ambitioniertes Team und da gleich. Ich finde, das ist die richtige Entscheidung, dass wir gewechselt sind. Gute Aktion von Bologna. Ehrlich, einen besseren Transfer hätte man kaum machen können. Ich finde es richtig gut, dass wir jetzt halt als jemand der Liga erfahren, also wir sind ja wirklich erfahren in der zweiten Liga, haben letztes Jahr wirklich viele Tore gemacht. Da kommt die Ecke. Dass wir jetzt zu einem Absteiger gehen, der wirklich unglücklich in der Relegation abgestiegen ist, finde ich cool. Bruder, du hattest keine Wahl. Wie ich jetzt so tue, als ob ich das so wollte. Jetzt der Vorstoß. Er hat die Chance. Shoot! Kann erstmal befreien. Digga, Auswechslung droht, ne? Schon mehr Aufbau als Kiel. Sie wissen es genau. Das könnte die letzte Möglichkeit auf den Siegtreffer sein. Könnte die Führung werden. Oh! Das letzte Aktion. Lange zu spielen ist nicht mehr. Das war unsere letzte Aktion. Nochmal bemerkbar gemacht. Ist okay. Direkt wieder zurück in der Startelf. Geil. Wir simulieren. Ich will dann in der Liga. Berisha. 2-2. Und wer hat noch getroffen? Berisha. Ja, so ist der Stand der Dinge. Zweite Liga mit dem FCA. Bin sehr gespannt, was das wird. Ohne HSV, mit Holstein Kiel, mit Saarbrücken, mit Sandhausen. Ja, da haben wir auf jeden Fall, also wir haben da schon sehr, sehr hohe Ambitionen. Freue mich sehr darauf. Und wir haben jetzt auch mittlerweile ein bisschen mehr Kohle. Wir sollten vielleicht mal gucken, dass wir uns nach dem Wechsel zum FC Augsburg vielleicht auch mal ein bisschen was gönnen. Mal ein bisschen was uns genehmigen. Und da sage ich euch ehrlich, Fiete ist einer, der lässt sich auch mal gut gehen. Wir richten uns erstmal ein schickes Heimbüro ein. Erstmal in Augsburg angekommen, mal gucken, wie da so alles ist. Abchecken, Heimbüro. Und da knallen wir direkt mal nochmal das Home-Kino rein. Fiete lässt es jetzt gut gehen. Sei ihm aber auch gegönnt, ernsthaft, ich gönn's ihm. Sei ihm absolut gegönnt. Aber unser Agent sagt es auch, beim Aufbau der Karriere geht es darum, Chancen zu nutzen. Ein aufstrebender Club könnte dir ein besseres Gehalt bieten und eine neue Chance zu glänzen. Was sagst du? Moment mal. Redet er schon wieder über einen anderen Verein? Redet er gerade nicht über Augsburg als aufstrebender Verein? Der redet darüber, dass ich schon wieder wechseln soll? Moment, Tito. Also, eins nach dem anderen. Wir sind jetzt hier erstmal mit dem FC Augsburg Liga-Auftakt in Düsseldorf. Schwieriges Ding. Unangenehm. Aber wir sind momentan beim Trainer, sind wir standing-wise, ja, wir haben uns momentan unseren Stammplatz erkämpft, was mir sehr, sehr gut gefällt. Und wir sollten auf jeden Fall direkt mal zeigen, wo der Hammer hängt in der Liga. Und guckt euch mal diese Aufstellung an im 4-4-2. Wir Doppelsturm mit Berisha, Demirovic auf links. Zentrale sieht ausbaufähig aus, aber das ist schon ordentlich. Also wirklich auch die Bauer Oxford, das ist schon auch in Verteidigung. Ich denke, wir werden definitiv weniger gegentoranfällig sein. Verhindere eine Niederlage. Wer kann sich in diesem Spiel durchsetzen? Jetzt finden wir es heraus. Optimiertes Ziel ist ein Unentschieden. Wir begrüßen Sie herzlich hier in der Düsseldorf also, Arena. Herzlich willkommen zu unserer wir kennen die Liga. Das Kommentatorenteam für dieses heutige Spiel. Auf geht's, Fiete. Nutze die Chance, die du hast. Oh mein Gott, Berisha, was ein Tank. Bei einem Spiel am ersten Spieltag der zweiten Bundesliga. Also ich glaube, so Wunschrating wäre eine 75, 76. Energischer Vorstoß. Da ist die Shoot! Ah, oh, da machen sie nichts aus dieser Chance. Der Trainer ärgert sich, der Trainer ist sauer. Demirovic. Da muss mehr kommen. Auch eine HSV-Vergangenheit. Aber dann ist der Ball doch weg. Szene erstmal beendet. Da ist die Flanke. Ja, warum nicht? Jetzt kann es eng werden. Ballgewinn durch dieses frühe Stören. Keine Gefahr mehr. Gut gelöst. Boah, da kann man nochmal einen Elfer geben. Das hier, leg ab. Möglichkeit. Hä?
Da pfeift der Freistoß. Oh. Für uns? Die Fans von Aston Villa können sich freuen, dass er demnächst für ihren Verein. Danke dir von 23. Kann ich mir den. Kann ich also mir den. Offensiv. Stürmerfoul? Das lag nicht am Laufweg. Ja, ihr seid meine größten Kritiker. Finde ich aber gut. Sieht durchaus vielversprechend aus. Ja, zu zentral. Aber mal ein Zeichen setzen. Checkt ihr? 0:0 steht angesichts dieser Zahlen. Super. Und gibt's jetzt die Führung? Die Szene geht weiter. Da ist das Tor. Jetzt kann dieses Spiel hier so richtig beginnen. Ich sag mal so, wir haben unsere Aktien an dem Tor, oder? Dass wir da jetzt nicht überhastet den Abschluss gesucht haben, sondern lieber nochmal den Rückraum gespielt. Wir sind älter geworden. Wir sind reifer geworden. Man merkt, dass wir auf jeden Fall ein bisschen mehr Übersicht haben. Mit, weiß ich nicht, da hätte jemand mit 18, hätte da einfach den Abschluss schnell gesucht. So, bup, bup, zack, zack, klack, klack, 1-0, Auswärtssieg ist sowas von drin. Auch stabile Arbeit mit nach hinten. Oh, ist das stark eingelaufen. Ist das stark eingelaufen. Super überlaufen. Wow, das stark gemacht. Erstes Saisontor im ersten Spiel. Aber den gesamten Angriff haben wir auch mit eingeleitet. Ne? Wir haben den Ball zurückerobert. Super gemacht. 0:2. Ja, sieht gut aus. Das könnte jetzt was werden. So, klasse Pass. Jetzt. Boah. 3-0. Wieder schlagen sie zu. Drei Tore Führung also. Guck mal, wo ich einfach ganz woanders hingehe. Ja, Augsburg überrollt hier Düsseldorf am ersten Spieltag. Elvis Redzpekai. Ermedin Demirovic. Boah! Super Finessi. Hat aber auch gut nochmal rausgefischt. Einen Mann einfach nochmal weggehauen. Boah! Muss man auch einfach sagen, also Düsseldorf komplett in der Spur. I don't know. Alter! Entscheidet auch Vorteil. Oh, mit der Aktion holt er sich wohl gelb ab. Also das ist eigentlich für mich sogar schon mehr. Fiete, bleib ruhig. Und jetzt muss der Spieler natürlich aufpassen. Also das ist ja gar keine Chance auf den Ball, ne? 3 Minuten sind's noch. Boah, der Spielwitz ist einfach hier da, ne? Er kann es machen. Nicht nach, auch nicht bei diesem Spielstand. Gewonnen haben sie hier eh schon lange. Ekstase. Real Talk hat sich der Junge verdient, ne? Ich glaube, dass er seine Mannschaft gefunden hat, bei der er jetzt halt wirklich ganz oben mit anknüpfen kann. Super vorgelegt von Demirovic. Ja, da darf der rechte Fuß da nicht überschätzt. Also der darf nicht überschätzt werden. Unterschätzt werden. Also, das ist schon eine richtig, richtig krasse Pleite. Wirklich ganz krasse Pleite für Augsburg. Ah, das ist auch einfach nur noch Frust, ne? Schon gelb gesehen. Und jetzt sieht er die zweite gelbe, keine Diskussion in dieser Szene. Mit gelb-rot runter. Jetzt dieser gefährliche Steilpass. Der Kerl ist on fire. Das war schon sein drittes Tor im heutigen Spiel. 6:0. Die Gäste haben heute also gewonnen. Klares Statement in der zweiten Liga. Erwartete Sieg geworden, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und sie sind zufrieden, das dürfen sie. Ja, ich glaube, das wird unser Standing auch innerhalb der Mannschaft halt auch nochmal sehr, sehr krass verbessert. Die dachten sich erstmal so, wer ist jetzt hier Fiete Arp? Ne? Also, ne, aber der will mir jetzt hier meinen Stammplatz wegnehmen. Aber das hat er schon, glaube ich, sehr, sehr gut gemacht. Alle Ziele erfüllt, also das ist mal ein mehr als erfolgreicher Einstand. Ich freue mich wirklich für dich. Du hast es verdient, in der Startelf zu bleiben. Mach einfach genau weiter die Dinge, mit denen du dir diese Chance erarbeitet hast. Danke dir für den Tipp. Und jetzt das erste Heimspiel. Ich bin mal gespannt auf die Atmosphäre zu Hause. Nürnberg hat den Auftakt unentschieden gespielt. Was nehmen wir dann am ehesten? Eine 8-5? 60% oder... Nee, wir machen mal 8-5. Ach so, nee. Boah, 2 Torvorlagen ist halt ein bisschen sehr tough, ne? WWK-Arena, liebe Fußballfans, ich möchte Sie ganz herzlich... So, die WWK-Arena. Dejan Joveljic. Toller Pass. Klasse! Och, nein. Aus dem Nichts. Boah, ist das gemein. Aus dem Nichts.
sprechen. Wir machen die Dinger vorne nicht. Ja, ihr kennt das so, Lied, ja. Da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Immer noch mit dem Ball. Könnte der Ausgleich sein. Gehalten, aber der Ball. Ah. Mir gefällt der Kombinationsfußball, den wir auch in der Box haben. Da setzt er sich gut durch. Und jetzt der Schuss. Jawohl. Ja, das hat nicht lange gedauert und dann geben sie die perfekte. Eingeleitet mal wieder durch uns. Leider nur die Vorvorlage. Machst du Free to Play, Bro? Ich spiele Singleplayer. War klar, dieser ständige Druck zahlt sich irgendwann aus. Ich habe halt gehofft, dass er den Abschluss direkt sucht. Mein Kollege hier auf der rechten Seite. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Außen sind die Räume da für Augsburg. Er kann es machen. Boah, muss er machen. Was für ein Wahnsinnsreflex. Jetzt die Hereingabe. Was ist eine geile Flanke? Es ist nicht L1 Viereck. Vorne der Ball gewinnt. Klasse ausgetrickst. Ja, zu zentral. Aber ist es ein Assist? Oder ist es sogar ein Tor? Und dann kommt dieser harte Ball aus der Halbdistanz. Das ist wunderbar getroffen, so tolle Technik. Nee. Der wurde noch reingedrückt von Demirovic, oder? Ja, das geht eigentlich auf Martinias Kappe. Das ist nicht gut. Den darf er halt so nicht, abdingsen. Das ist unser Tor! Der geht, das ist unser Tor! Drittes Saisontor, Leute, was mache ich? Den hat er förmlich gehakt. Er zieht vorbei. Oh, jetzt muss die Abwehr aufpassen. Jetzt die Chance. Oh, und der Assist ist auch da. Und damit sind sie nun mit 2 in vorne. Super. Ey, ich bin angekommen beim Team, ne? Die mögen mich. Die mögen mich sehr. Da passt er auf. Imagine Dele Alli bei Nürnberg. In den freien Raum. Steilpass kommt an. Aha, wäre durchaus die Schusschance. Die Fans sehen es auch so. Tja, das dürfte es nun endgültig. Berisha, Top-Typ. Doppelpack, 2 Spiele, 4 Tore. Ist der gut drauf. Boah, lass mich doch laufen. Aus, das war's in dieser Partie und die Heimmannschaft geht am Ende hier siegreich vom Platz. Super Teil. Ein schöner Sieg, damit steht man bei 6 Punkten. So hatte man... Das Spielinfo, ja, wir haben halt super dominiert, ne? Also Expected Goals. Wir sind die. Bro, ihr müsst euch mal vorstellen, an 3 Toren waren wir beteiligt. Tolles Spiel heute. Man hat gesehen, dass es dir auf dem Rasen auch Spaß macht. Konzentriere dich auf die positiven Dinge. Danke dir, mein Mister. DFB-Pokal gegen Paderborn. Ja, da müssen wir auch rein. Da können wir nicht simulieren, Leute. Boah, Pokal ist halt immer geil, ne? So, gegen Paderborn. Unverändert. Erste Runde im DFB-Pokal. Führe 3 Schüsse aufs Tor aus. Machen wir. Das große Duell. Jetzt rollt gleich endlich der Ball. Dranbleiben. Ich will mal wirklich im Pokal ein bisschen weiterkommen und auch mal mich gegen Bundesligisten halt messen. Auf geht's, Leute. Ich begrüße Sie herzlich zu diesem Spiel in der WWK Arena. Und Sie sehen es ja, liebe Fußballfans, die Bedingungen sind nicht optimal. Oh, es ist nass. Hier regnet es im Moment leider. Interessante Klasse. Begegnung. Steht eine Menge auf dem Spiel. Tolle Chance! Boah, es läuft! Also wenn es läuft, dann läuft's. Bro, der ist momentan so gut drauf. Mit links, mit rechts, es klappt alles. Trifft den Ball wunderbar. Da kommt die Wiederholung nochmal. Super freigespielt. Genau, es ist in erstmal auf den nassen Rasen legen. Zahlt sich das frühe Stören aus. Ballgewinn. Die Chance hier. Oh, guter Reflex. Gewesen, guter Reflex, den muss ich eigentlich machen. Ja, wobei, war schon sehr zentral. Ecke kommt lang. Ecke landet beim Gegner. Aber mal
außen sind die Räume da für Augsburg. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Starkes Spiel, wieder das Tor. Er hat den Doppelpack. Einzelne Tore gibt es bei uns nicht. Also momentan Jan Fiete ab, was der bei Augsburg abliefert. Aber auch wirklich Paderborn. Nochmal dieses Tor. Man merkt, dass wir uns im Tempo so gemacht haben. Und dann kommt dieser unheimlich fuchtige, unheimlich stramme Schuss und drin ist er. Sie sind weiter am Ball. Frage ist, wo ist die Lücke? Tolle Chance. Wieder machen sie es klappt Tor. Alles, ne? Es klappt einfach alles. Nun also drei Tore. Sie setzen sie früh unter Druck, sind da, gutes Pressing und das zahlt sich in dieser Szene aus. Latte, da haben sie Glück. Lattenkracher, Fiete. Ja, ich sage euch aber ehrlich, wir lassen es jetzt auswechseln. Lassen die Jungs den Rest machen. Wir schonen uns. Wir haben jetzt unseren Doppelpack gemacht. Ich glaube, wir sollten auf jeden Fall eine Runde weiter sein. Schönes Dribbling hier. Und Tor! Okay. Max Kruse. Und dann macht er alles richtig. Harter Schuss aus der Halbdistanz. Besser kannst du das Ding nicht verwerten. Sie wechseln. Restliche Spielzeit simulieren. Jungs, bitte macht keine Faxen, ne? Danke. Okay, ist nichts mehr passiert. 3:1 ist es geblieben. Souveränes Ding. So, wir lassen jetzt mal das Training ausfallen. Wir sind momentan auf Rang 2, verdienterweise. Nach 2 Spielen, wie gesagt, 10 Tore, ein Assist. Wie sieht's denn aus? Karlsruhe aber auch 4 Punkte, ist auch stark. Und wir gehen in die Simulation. Wir gucken mal. Wir wollen auch mal ein bisschen was simulieren. Vielleicht macht Fiete auch Lucky Soman Tor, ohne unsere Hilfe. Blöderweise die erste Niederlage. Fiete Nummer 6-8. Es kann eben nicht alles immer funktionieren. Wir simulieren das jetzt auch nochmal. Hannover ist auf Rang 12 mit 3 Punkten. Wir gehen nochmal in die Simulation und hoffen mal, dass es was wird. Danach spielen wir wieder. Wir brauchen 63er Keeper, ne? Bitte, Jungs. Also jetzt lassen wir auch wieder ordentlich nach. Fiete mit einer 5,5. Ja, das stimmt. Also das stimmt gerade nicht. Alle haben einen schwachen Tag, ist halt so. Aber es ist entscheidend, wie man drauf reagiert. Ja, das ist natürlich jetzt verzocken wir uns ein bisschen, ne? Oh, Deadline Day. Stimmt, das ist ja noch aktuell Dings. Oh mein Gott, Leute, seht ihr gerade, was ich sehe? Unser Kapitän wechselt für 14,5 Millionen zur Hertha. Bro, das war unser bester IV. Gut, wir sind ein bisschen abgefallen. Wir sind jetzt nach 4 Spielen nur auf Rang 7, könnten aber mit einem Sieg wieder schön oben angreifen. Kiel momentan auf der 2. Wir müssen unbedingt in Magdeburg 3 Punkte holen. Ja, bin ich jetzt mal gespannt auf die Aufstellung. Okay, dann spielt Bauer. Bauer und Oxford. Ist auch okay. Colina auf links. Ja, dann auf geht's. Wir machen eine 8-5. Alright, vamonos. Es regnet leider. Und damit herzlich willkommen, liebe Fußballfans, zu diesem Spiel. Die Chance zur Führung. Boah, dass wir da trotzdem noch den Abschuss noch bekommen haben, ne? Oh mein er Gott. Er kann dieses Duell gewinnen. Das macht er gut. Schade, vielleicht ein bisschen zu weit vorgelegt, dann wurde der Winkel doch ein bisschen spitzer. Vielleicht nicht sogar chippen sollen. Der stand echt weit draußen. Ecke kommt in die Mitte. Boah. Stark gemacht bei diesem Kopfball, aber das ist Pech, der Ball ist immer aus, die Szene ist durch. Sie suchen nach der Lücke, da muss die Abwehr aufpassen. Das ist die Chance. Alter, ist das Glück. Befreiungsschlag. Ein Pass mit viel Auge. Ganz sicher, überhaupt keine Gefahr. Ach, ganz ehrlich, ich freue mich unglaublich für ihn. Ich glaube tatsächlich, der Weg. Kurz eingehakt, jetzt wird es vielleicht gefährlich. Und jetzt. Boah, ich war auch nervös, ne? Aus einem individuellen Fehler profitiert. Wichtig. Schön vor den Heimfans im Auswärtsspiel, schnell. Chance.
Boah. Aber super laufig, super geschickt. Das macht ihn als Keeper so stark, dass er solche Szenen liest. Die Gäste geben hier in der letzten Viertelstunde mehr oder weniger 71% Ballbesitz, Alter. Wenn wir uns die Zahlen beim Ballbesitz ansehen und bei den guten Chancen, die sie rausholen, kann ich mir gut vorstellen. L1 und 3 ist doch, Bro, dass das Ding so passt. Da könnte sich was anbahnen jetzt. Da darfst du mich nicht so frei zum Dingsen bringen. Also, Mann, ich meine, Jubel sind so kacke. Du darfst mich niemals so frei zum Schuss kommen lassen. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Jan Fieter! Schade, kein Tor. Super gemacht, ganz präzise, aber dann fehlen Zentimeter. Wir wollten halt wieder so machen. Ermedin Demirovic. Machen Sie gut. Steilpass. Muss er. Geil. Führung beträgt jetzt schon 3 Tore. Sie legen noch einen drauf. Wollen hier gar nichts mehr anbrennen lassen. Ja, wir lassen es mal auswechseln. Holen uns mal ein bisschen Standing Ovations. Super Spiel gemacht. Wieder 2 Tore. Ja, wieder keine Vorlage gemacht. Alles schön geblieben beim 3-0. Und wir sind auf Rang 2. Karlsruhe ist Erster. Und gegen die hatten wir auch Probleme. Bro, Saarbrücken hat 2 Punkte und ist Letzter. Wir simulieren gegen Saarbrücken. Also wenn wir das nicht auf die Reihe bekommen, bei aller Liebe. Bitte, Jungs. Danke. Kein Tor von uns, aber Auswärtssieg sehr wichtig. Fiete mit einer 7,1. Klasse. Ich würde auch sagen, Paderborn simulieren wir. Das haben wir easy hinbekommen. Nur leider in der Simulation kriegen wir momentan halt keine Tore. Ich hoffe, das passiert mal. Auf geht's, Fiete. Come on. Wichtig. 3-2 Heimsieg. Spätes Siegtor. Und Fiete hat ein Türchen gemacht. Geil. Sehr, sehr, sehr gut. Holt sich mit einer 8,7 auch Top-Wert ab. Gefällt mir. Und wir sind momentan Topscorer. Mit Berisha vorne. Auch 2 Vorlagen soweit gemacht. Also bei Augsburg läuft das momentan top. Bro, wir haben Finn Damen im Tor und haben die ganze Zeit davor unseren 63er Keeper spielen lassen. Das Fußballspektakel. Jetzt kann es endlich losgehen. In der Niederlage. Easy. Auf geht's, Jungs. Hallo, willkommen im Sportpark Ronhof. Thomas Sommer, liebe Fußballfans. Ich habe mir den Namen vorgelesen. Zu diesem heutigen Spiel. Auf geht's, Mann. Wir müssen weiter anknüpfen, weiter super Leistungen liefern. Fürth ist auch mit oben dabei. Das ist jetzt hier wirklich ein Topspiel. Auswärts schwierig. Greuther Fürth. Aber machbar. Gegen FC Augsburg. Und da ist sie, die Startaufstellung des FC Augsburg. Abwehr muss so langsam aufpassen. Weiter dieses Dribbling. Da haben sie die Chance. Tja, das ist doch geil. Super aufgelegt und direkt frühes 1-0. Aber klasse, klasse gespielt, klasse Laufweg. Berisha ist da, abgelegt, bup, bup. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Mann, ich mache immer denselben Jubel, es nervt mich. Aber starkes Tor, ich gucke immer nur auf den Jubel. Wirklich? Wirklich Weltklasse. Bro, ich schwöre dir. Wunderbarer Volley. Ein klasse Tor. Leute, sagt sie mit, ich spiele wirklich, das ist wirklich Weltklasse. Wir spielen das auch wirklich gut. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Jetzt ist der Platz da. Oh, da trifft er die Latte. Super Kopfball, aber gehalten. Klasse Aktion von beiden mit dem besseren Ende für den Torwart. Jetzt können sie kontern. Also wie viele Chancen wir heute hier haben. Wieder können sie nicht stoppen. Er macht hier Tor Nummer 2. Doppelpack. Ich gehe wieder auf die Bande zu. Aber schönes Ding von Fiete. Konter perfekt auf und dann bringt er diesen strammen Schuss aus der Mitteldistanz. Fiete ist so gut drauf. Dass sie den halt so gut aufbauen. Das Ligaspiel ist aus und der aber wichtig, 3 Punkte also geholt. Oh, DFB-Pokal gegen Stuttgart. Da müssen wir noch ein paar Torvorlagen mal machen, falls wir da mal wirklich hinwollen. Mal sehen.
wo es hingehen wird. Aber wir werden am Ende der Saison mal gucken. Boah, wir sind ein bisschen angeschlagen. Boah, das erste Mal, dass Vargas spielt. Wir sind generell alle ein bisschen angeschlagen. Bro, wir haben ja auch noch Pfeiffer auf der Bank. Digga, wir sind so gut besetzt. Der setzt sich in diesem Duell heute durch. Wir werden es erfahren. Jetzt. Wir begrüßen Sie sehr. Aufstiegskader, Real Talk. Willkommen, liebe Fußballfreunde. Alright, der DFB-Pokal in Stuttgart. Haben auf den Kommentatorenplätzen Platz genommen und werden Sie durch dieses Spiel begleiten. Gutes Pressing, da ist die Balleroberung. Der ist nicht drin. Boah, das wissen sie nämlich nicht, dass sie mich aus der Position halb links nicht schießen lassen dürfen. Noch steht sie unentschieden, aber sie machen viel Druck. Jan Vieter! Gute Aktion vom Torhüter. Und die Situation geklärt. Jetzt aber. Jan Vieter! Die Chance müssen Rückenlage. Ja, sah richtig gut aus, aber der Abschluss viel zu schwach. Weiter 0-0. Das könnte die Gelegenheit geben. Ja, vielleicht wieder zu mittig. Das Tor, aber es bleibt wohl gefährlich. Der Ball war ziemlich harmlos. Ja, ist ein gefährlicher Steilpass. Schieß bitte. Elvis Retschbegay. Er hält dieses Remis fest, macht oh diese mein gute Gott. Chance zunichte. Oh mein Gott, wir gehen raus. Kurz vor Spielende fast die Führung, aber nichts da. Er ist wieder mal zur Stelle. Wir gucken das Spiel weiter, oder? Wir können ja auch noch zugucken. Weil ich will Elfmeterschießen sehen. Wenn es welches geben sollte. Aber dann machen sie doch nichts aus diesem Angriff. Für mich fühlt sich das Game jetzt anders an als die anderen Teile, einfach nur aufgrund der Perspektive, ne? Viel was? Art. Was macht der Schiri? Gibt das Rot? Nein. Fuck. Jetzt wird das hier natürlich nicht einfacher nach dem Platzverweis. Warten wir mal ab, wie sie diese Lücke schließen wollen. Sie müssen gut organisiert stehen, wenn sie eine Chance haben wollen. Ja. Können wir nochmal wechseln? Geiles Pokalspiel, aber. Voll. Boah, jetzt bitte 25 Minuten irgendwie das Ding nochmal über die Zeit retten. Ball in Zeiten ausgeklärt, sie bekommen den Einwurf. Das war halt nicht letzter Mann, ne? Fuck. Elva! Oh mein Gott! Da zeigt er direkt auf den Punkt. Elf Meter! Und dazu gelb. Nur gelb, muss man sagen. Oh mein Gott, Bro, schau mal vor, wir wären auf dem Platz. Ich glaube, das geht in Ordnung. Der läuft ihn halt komplett um. Wer schießt? Demirovic. Bro, ich gehe wieder rein, so auf Handball. Kefke, danke für 42 Minuten. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der war aber platziert. Scheiße. Gute Idee, dieser Ball. Drin ist der Ball, alles offen. Bro, wir haben kein Torwart. Haben wir keinen Torwart? Ist das eine bittere Pille, ne? Da freut er sich. Aber dann gibt's auch keine Gegner. Digga. Dann fällt so ein Tor. Du siehst ja hier in der Wiederholung. Schläft die komplette Abwehr. Spielt unser Torwart Innenverteidiger? So, Colina, Pfeiffer. Nö, Finn Dahm ist einfach unsichtbar nur. Bro, aber es ist halt ernst auch realistisch, ne? Nach dem verschossenen Elfmeter macht Stuttgart das Kontertor. Macht was bitte. Oh mein Gott. Es fehlt wirklich nicht viel und er hätte jubeln können. Doch, der Torwart ist da, Leute. Der ist nur unsichtbar. Sonst hätte er Dings schon direkt draufgeschossen. Digga. Stell mal vor.
Torwart einfach Wandering Trader. Da haben sie zu viel Platz bei diesem Dribbling. Ganz alleine. Ah. Bro, wir haben sogar noch einen gemacht. Den hat nicht mal Dimirovic geschossen, sondern der Typ, der für uns reinkam. Schade. Der Vorstand ist unzufrieden mit der Leistung vom FC Augsburg in den nationalen Wettbewerb. Vielleicht sollten wir uns einen Plan B schmieden, nur für alle Fälle. Trainer hätte mich drin lassen sollen, ja. So, wir müssen ohne Training rein, weil ich glaube, wir sind sehr angeschlagen. Wir springen mal zum Ergebnis. Zu Hause gegen Aue. Aue hatte wenig Punkte. 1-0, knappe Kiste. Eine 7-0 ist aber solid. Gute Neuigkeiten, ein wichtiger Schritt. Genieße, was jetzt auf dich zukommt. Werde bitte nicht übermütig. Ab sofort musst du dir jeden Monat zum Ziel setzen, Spieler des Monats zu werden. Glückwunsch zum Award. Ich schulde ein Abendessen. Wir sind Spieler des Monats. Das allererste Mal. Sprich auf Social Media darüber, dass du dich über den Award freust. Sprich auf einer Pressekonferenz über den Award. Veröffentliche über deinen Agenten eine Pressemitteilung und bedanke dich darin bei all deinen Fans für ihre Glückwünsche. Hey, wir machen Disziplin. Geil. Das freut mich wirklich sehr. Und FC Augsburg, by the way, auch Tabellenführer. Aber absolut auch zu Recht, ne? Also Offensivprobleme haben wir definitiv nicht. Das läuft momentan. Boah. Guckt ihn euch an. Digga, Pollersback. Amigos, de la noche. Ich danke euch für den tollen Stream. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Auch das mit dem Modpack war sehr cool. Wir müssen beim nächsten Mal...